Wenn man später mal zurückblickt auf diese Marktphase, wird man wahrscheinlich eine Reihenfolge der Blasen aufzählen. Beginnt mit dem Platzen der Dotcom-Blase oder der Entstehung der Dotcom-Blase. Dann hatten wir die US-Immobilienblase, die dann in der Finanzkrise mündete. Dann hatten wir vor einiger Zeit die sogenannte Meme-Aktienblase, GameStop, AMC. Das war die einzige Blase, die übrigens nicht von den institutionellen Playern massiv unterstützt wurde, sondern die so eine Art Kampf der Kleinen gegen die bösen Hedgefonds gewesen sein soll. Und jetzt haben wir die KI-Blase mit dem neuen Symptom Supermicrocomputer. Die Aktie von Supermicrocomputer hat jetzt einen RSI, einen relative Stärkeindex von 98 erreicht. Das gab es zuletzt oder gab es zuvor in der Börsengeschichte nur einmal. Raten Sie, bei welcher Aktie? Bei GameStop. Und das war ein Tag, bevor die Blase um GameStop geplatzt ist. Die Aktie, glaube ich, seitdem über 99% im Minus. Und wie jede Blase hat natürlich auch jetzt die aktuelle KI-Blase einen rationalen Grund. Da gibt es eine Basis, von der ausgehend man eine Blase im Prinzip aufblasen kann, nämlich die Veränderung durch KI. Allerdings wissen wir nicht, wie die ganze Geschichte wirklich ausgehen wird, aber es wird das Beste eingepreist. Und das hat sich gestern zum Beispiel gezeigt, dann als Apple kurz vor Marktschluss verlautbarte, wir machen auch jetzt was mit KI, um den Copilot von Microsoft herauszufordern. Die Aktie nach oben, die Märkte nach oben. Ja, irgendwas mit KI reicht. Was genau und wie genau damit verdient werden soll, das ist eine Frage, die stellt man sich nicht. Das ist so wie damals mit der Internet-Euphorie, als jedes Unternehmen, das irgendwie Internet gesagt hat, dann sofort massiv gestiegen ist. Jetzt muss man nur KI sagen und wird sofort gekauft. Das ist das Thema. Und wir wollen uns jetzt in diesem Video mal anschauen, was das Ganze mit der US-Notenbank Fed zu tun hat. Einiges nämlich, aber mal der Reihe nach. Zunächst mal hier. Was wir hier sehen, ist Supermicro Computer, die Aktie wieder gestern massiv gestiegen mit einem RSI, wie gesagt, 98 hat es erst einmal gegeben. Oben rechts sehen Sie den RSI, unten rechts sehen Sie die Marktkapitalisierung, die sich innerhalb Januar waren wir noch so bei 15 Milliarden, jetzt sind wir bei 56 Milliarden, also das ist mehr als das Dreifache, was hier mal oben drauf gekommen ist, klar, wahrscheinlich hat man in diesem Zeitraum, hat das Unternehmen in diesem Zeitraum sein Geschäftsvolumen mehr als verdreifacht, sodass das Ganze natürlich gerechtfertigt ist. Das Ganze 12 Stunden, nachdem Bank of America eine Kaufempfehlung gegeben hat bei $880 mit einem Kursziel von $1040, all das wurde dann sofort natürlich erreicht. Und hier sehen wir mal diesen täglichen RSI, Booms. Hat es so, wie gesagt, nur einmal gegeben mit GameStop, einen Tag bevor die Aktie dann den langen Sinkflug antrat. Das war am 27. Januar 2021. Auch damals hieß es, Fugmann, du verstehst nicht, du verstehst die neue Zeit nicht. Diesmal ist alles anders und diesmal wird mit KI alles anders sein. Klar, ist halt nur eine Frage der Zeit, bis es doch dann wahrscheinlich ein bisschen anders kommt, als viele sich das vorstellen. Und jetzt selbst der Goldman Sachs sagt, also das nähert sich jetzt einem Punkt von Irrational Exuberance, dieses berühmte Zitat von Alan Greenspan aus den 90er Jahren, das in der Folge dann, nicht sofort, aber in der Folge dann zu einem Abverkauf der US-Aktienmärkte führte, bevor es dann nochmal eine neue Rallye gab, aber damals eben auch schon diese Computer-Internet-Euphorie inmitten der Dotcom-Bubble mit Irrational Exuberance bezeichnet. Hier sehen wir mal Consensus Bull Sentiment. Das ist sozusagen ein Indikator, der sich aus ganz verschiedenen Stimmungsparametern zusammensetzt. Da sind wir jetzt bei 78%. Das ist der höchste Level in den letzten 20 Jahren. Also da ist eine gewisse Euphorie und das Ganze wird dann auch durch Mechanik unterstützt. Hier sehen wir mal Zero DTI Optionen. Neues Hoch. Neues Allzeithoch, diese Zero DTE, die Optionen, die also am selben Tag verfallen sind, mehr Calls als Puts. Das bedeutet, man spekuliert dann eher auf steigende Kurse, was die Verkäufer, die Dealer dieser Optionen dazu zwingt, sich abzusichern und dann eben das Underlying zu kaufen. Dadurch verstärkt sich die Mechanik. Hier sehen wir mal, die Suche nach Call Options hat jetzt ein 2-Jahres-Hoch wieder erreicht in dieser Woche. Also wir sehen, wie die Stimmungslage ist und speculative inflows into Semiconductors, also es fließt sehr viel Geld in Semiconductor-Aktien oder auch ETFs und am Mittwoch wird ja dann Nvidia
seine Zahlen bringen. Die Optionsmärkte preisen eine Bewegung von 11% bei Nvidia ein. Das würde um und bei mehr als 200 Milliarden Dollar entsprechen. So viel ist die Aktie Nummer 37 oder die Aktie, die das 37, die an 37. Stelle der Marktkapitalisierung im S&P 500 steht, also ein fettes Unternehmen ist. So viel bringt das Unternehmen ganz auf die Waage, insgesamt auf die Waage, was dann wahrscheinlich Nvidia in wenigen Sekunden passieren wird. Und wir haben jetzt TSMC, also jene Chipbauer, die von etwa Nvidia designten Chips wirklich bauen. Also das ist das Nadelöhr. Das ist vielleicht die Firma, die wirklich am werthaltigsten ist. Die ist jetzt massiv gestiegen, fast 8%, schon am Vortag eine Rallye. Jetzt ist diese Firma insgesamt, die ja wie gesagt für Nvidia die Chips baut, 575 Milliarden Dollar wert. Das ist um und bei ein Drittel dessen, was Nvidia wert ist. Das heißt, derjenige, der für Nvidia die Sachen baut, ist ein Drittel, trotz massiver Rallye, ist ein Drittel dessen wert, was Nvidia wert ist. AMD, Intel werden versuchen und andere werden wahrscheinlich versuchen, Nvidia Konkurrenz zu machen. Da sollen 24 neue Chips kommen. Mal sehen, ob das gelingt, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Nvidia nicht jahrzehntelang sozusagen auf weiter Flur bleiben wird. Ebenso wie Apple, einer dieser Generäle, der jetzt ein bisschen in Schwierigkeiten ist, aber dann, kurz vor Marktschluss, wie gesagt, hier, wir werden rivalisieren mit Microsofts Copilot. Zero Hedge schreibt hier, Market for Idiot Headline Scanners, also das ist sozusagen wieder so ein Trigger von Algorithmen, oh, er hat KI gesagt, Apple will KI machen, geil, dann müssen wir das kaufen. Bums, geht die Aktie nach oben, das zeigt alles. Aber übergeordnet sieht das Bild für Apple nicht so richtig gut aus, wie wir hier in diesen Charts sehen. Weekly und Daily. Weekly sind wir an diesem sehr langfristigen Aufwärtstrend. Das wird interessant sein, ob man mit dieser seltsamen Headline sich nochmal retten kann. Insgesamt sagt JP Morgan, ja, kann schon Luft für Aktien noch nach oben sein, aber wir haben jetzt die größte Equity Allocation in globalen Aktien seit 2015. Dementsprechend sieht man hier, wenn überhaupt, nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, aber wir haben ja Optionen heute verfallen, wo Optionen im Volumen von 2,4 Billionen Dollar, 90% des Gammas, wird dann sozusagen entfallen. Wir sehen S&P 500 1 Billion, Einzelaktien 510 Milliarden und so weiter und so fort. Also da wird etwas passieren. Wir hatten schon größere kleine Verfallstermine gesehen, aber however, es ist oder insgesamt größere Verfallserscheinungen, könnte man sagen. Da geht es auch dann mal gern über die 3 Billionen Marke. Die 5000er Marke im S&P ist überwunden worden. Jetzt das nächste Level 5050, was in den Fokus geraten könnte. Gestern ja positive Aktienmärkte, Dow, S&P, Nasdaq, sogar der Nasdaq im Plus, der lange ja im Minus gewesen ist. Und wir sehen die Tech-Aktien, nur Meta und Tesla, die es ins Plus geschafft haben. Apple trotz dieser großartigen Meldung im Minus, ebenso Microsoft, Nvidia, Amazon und so weiter. Wir sehen Energy, Real Estate und Materials als beste Sektoren. Technology ist sogar leicht im Minus. Aber wir haben gesehen, und das ist interessant, wenn Sie rechts hier mal gucken, Small Caps, die sind massiv gestiegen, die sind schon am Vortag deutlich gestiegen. Das ist wirklich eine Berg- und Talfahrt am Tag, als die Inflationsdaten veröffentlicht wurden am Dienstag. Ging es massiv nach unten, waren wir teilweise 5% im Minus beim Russell 2000. Jetzt geht es nach oben. Das Supermicrocomputer ist ein Bestandteil dieses Russell 2000. Alleine das zieht schon mal hier mit nach oben. Und wie gesagt, wenn die Relation zwischen Russell zu S&P 500 Volatilität deutlich zunimmt, und das ist derzeit der Fall, wie gesagt, minus 5%, dann plus 4%, so ungefähr geht das jeden Tag im Russell, dann ist das meistens vor dem Platzen einer Blase bzw. vor einer Rezession. Wir sehen also in gewisser Weise nervöse Zuckungen vor dem Hintergrund, dass die US-Konjunktur möglicherweise doch nicht so schwach ist. Jetzt die Meldung, Nike wird 2% global seiner Workforce cutten. Gestern diese schwachen US-Konsumdaten. Wir sehen ja, Vollzeitjobs fallen eher weg.
Die Sparvolumina gehen nach unten, es wird relativ wenig investiert. Erstaunlich eigentlich, wenn KI das ganz große Ding ist, müsste doch sehr viel Geld da rein investiert werden. However, wir werden heute die Erzeugerpreise bekommen, nachdem wir am Dienstag ja eine höhere Inflation gesehen haben, ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz gering, dass auch die Erzeugerpreise etwas höher sind. Hier wird erwartet ein Anstieg von 0,1%, nachdem wir ja 3 Monate in Folge jetzt zum Vormonat mit den negativen Erzeugerpreisen gesegnet waren. Und die Fed hat zunächst mal klar gemacht, naja, also Zinssenkung im März, das wird nichts. Das hat jetzt nochmal Bostic bestätigt, der gesagt hat, oder der dieses neue Mantra jetzt wiederholt hat, was auch Lagarde gesagt hat, wir sind noch nicht überzeugt, dass die Inflation auf dem Weg zum 2%-Ziel ist, aber, und das ist das Interessante gleich, was die Fed tut, unterstützt dennoch diese KI-Blase. Aber hier sehen wir nochmal S&P 500 und die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen invertiert, klafft auseinander. Die Renditen sind ja latent gestiegen in letzter Zeit, die Aktienmärkte auch. Ungewöhnlich, unten sehen wir, dass das lange Zeit auch parallel gelaufen ist. Aber was hier passiert, ist vielleicht etwas anderes. Es wird indirekt Liquidität in die Märkte geschüttet durch die Fed. Erstens durch die geringeren Reverse-Repo-Volumen, die sind jetzt gestern 82 Milliarden Dollar gefallen, auf unter 500 Milliarden Dollar, nämlich 493 Milliarden Dollar. Das ist der geringste Wert seit Juni 2021. Was passiert mit diesen Reverse-Repo-Geschichten? Faktisch ist es so, dass hier Geld freigesetzt wird, mit dem man dann Anleihen kauft. Also faktisch könnte man sagen, dieses rückläufige Reverse Repo Volumen ist eine Art Quantitative Easing, wie wir es noch kennen. Man kauft davon eben, wie gesagt, Staatsanleihen. Das ist nötig, damit die Renditen offenkundig nicht komplett explodieren. Auffällig auch, dass die Fed-Bilanz jetzt in 4 der letzten 6 Wochen gestiegen ist wieder. Also nichts mehr Bilanzreduzierung. Derzeit kann auch technische Faktoren haben, Auslaufen von Anleihen, Schnipp und Schnapp. Aber ein Thema ist natürlich diese massive Verschuldung von über 1 Billion Dollar an Zinsen, die hier bezahlt werden müssen. Und hier sehen wir mal den Vergleich zwischen S&P 500 und den Bank Reserves. Und wir sehen, die sind jetzt zumindest nicht mehr gestiegen, anders als die Aktienmärkte. Normalerweise geht das relativ, das ist sozusagen Bankenliquidität, die wir hier sehen. Und die ist gestiegen, aber nicht so stark wie die Aktienmärkte. However, wir sehen, das hatte ich gestern schon gezeigt, diese Grafik, dass die obersten 1% in den USA reicher sind als die gesamte Mittelklasse. Und Stan Druckenmiller hat gesagt, es gibt keine größere Quelle der Ungleichheit als die US-Notenbank Fed. Und kommen wir nach China, meine Damen und Herren. Zusammenfassend also, die Fed pumpt indirekt Liquidität in die Märkte und ermöglicht damit gewissermaßen diese Exzesse, diese Euphorie um KI. Das könnte man jetzt als Summary mal hier stehen lassen. Nach China kommen, sehen wir, dass der Verkehr in China, also der Reiseverkehr jetzt im Rahmen der Neujahrsfeierlichkeiten stärker ist. Man hofft also jetzt, dass der Konsument wieder ein bisschen Gas gibt. In Europa ist die Konjunktur auch nicht besonders toll und vor allem die EZB widerspricht sich die ganze Zeit. Villeroy, der gesagt hat, ja, bevor wir zu spät senken, sollten wir doch jetzt schon mal langsam anfangen. Ebenso der maltesische EZB-Rat Scicluna, der sagt, ja, also warum nicht im März die Zinsen senken? Genau das hatte aber Lagarde gestern zurückgewiesen unter mit zwei Argumenten. Erstens, Löhne steigen relativ deutlich. Zweitens, man sei nicht überzeugt, dass die Inflation auf dem Weg zum 2%-Ziel ist. Also dieses Mantra, das wir auch von Bostic schon gehört haben, Nagel natürlich, der Deutsche, ähnlich argumentiert. Also Südländer gegen Nordländer, das ist derzeit die Thematik bei der EZB. Und das, obwohl die deutsche Konjunktur wirklich Probleme hat. Jetzt hier frische Daten vom Statistischen Bundesamt. Die Insolvenzen sind um 26,2% gegenüber Januar 2023 gestiegen. Habeck hat seine Deutschland-Aktie vielleicht schon verkauft. Abschließend, meine Damen und Herren, 2 Empfehlungen. Eben diese Kakophonie der EZB. Gucken Sie mal, wie die sich widersprechen. Das gibt natürlich fatale Signale an die Märkte, die nicht wissen, woran sie sind. Ja, wat nu? Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, auch das wird sehr wichtig. 165 Milliarden Kredit bei der Fed sind kurz vor dem Ablauf. Was passiert da bei den US-Banken? Zweite Empfehlung. Und jetzt empfehle ich 14:30 mal reinzuschauen wegen den Erzeugerpreisen aus den USA und insgesamt uns gewogen zu bleiben. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.